Hallo? Ja, hallo, Herr Doppelotter. Hier ist einmal Husrep von der Firma Provita. Und Ja. zwar rufe ich an. Ich habe hier eine Anfrage, dass Sie Interesse an einem Hausnotruf haben. Ist das richtig? Was ist bitte? Es geht um einen Hausnotruf. Ein Notrufknopf. Ja, hab ich jetzt nicht verstanden. Es geht um einen Hausnotruf. Ja, was ist damit? Da habe ich eine Anfrage mit Ihren Daten, dass Sie Interesse daran haben. Ist das richtig? Was ist das denn? Ja, dass man zum Beispiel durch Knopfdruck sofort Hilfe bekommt, so ein Rettungswagen oder so, ne? Dieser Notrufknopf, den man zu Hause Wie trägt. so ein Telefon? Nee, wie ein Armband. Ein Armband? Ja, ich mag Schmuck. Ja. Ja, Herr Doppelotter, haben Sie denn daran Interesse? Haben Sie denn die Anfrage gestellt? Mama, mein Enkel hat neulich mal gesagt, dass man sowas vielleicht mal anschaffen sollte, weil da bin ich nicht mehr außer Badewanne rausgekommen. Ja, Ja, genau, da genau darum geht es, ich habe ne? ihm dann erzählt, dass ich da eigentlich gar nicht raus wollte, weil ich ja noch einen Film angucken war, aber der hat mir das nicht geglaubt und hat gesagt, du bist ja in Zweifelsfall, ne, wenn da keiner da ist, also muss man ja was machen können. Dann habe ich Ja, das gesagt, im stimmt. Zweifelsfall warte ich, bis der Film zu Ende ist. Aber sag ich, man Hat er kann. Ihnen nicht geglaubt? Nein, ich bin zwar nicht mehr so fit wie früher, aber ich bin auch noch nicht völlig in Eimer. Ja, Herr Doppelotter, wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 75. Ja, haben Sie auch einen Pflegegrad? Ja. Den haben Sie auch, ja. Und Sie leben alleine? Ja. Im Prinzip schon. Das ist mein Enkel, Ja, ne? der wohnt mit im Haus und der bringt mir halt so meine Sachen mit, ne? Und Ja. sag ich mal, so Glühbirnen und sowas, das kann ich halt auch nicht mehr machen. Ich meine, ich kann die Ja, kaputt werfen, natürlich. aber nicht austauschen. Das klappt Aber auch noch Humor sehr. haben Sie sich behalten. Ja, was soll man denn sonst haben im Leben? Ja, da haben Sie Kommt eine recht, ne? Rechnung nach der anderen, die Ja, Politik macht nur genau. Scheiße, die Armee hat keine Panzer mehr, die Flugzeuge fallen vom Himmel, da muss man ja ein bisschen Lebensqualität sich noch Ja, erhalten. aber. Ja, aber ich habe eine gute Nachricht, Herr Doppelotter. Es ist so, Ja? weil Sie einen Pflegegrad haben, wäre der Hausnotruf für Sie auch ganz kostenlos und zum Nulltarif zu nutzen. Da könnte man eine Kostenübernahme bei Ihrer Kasse stellen, und dann bekommen Sie von dem Bescheid, dass Sie das Hausnotrufsystem eben übernehmen. Ich kann Ihnen gerne mal so einen Antrag zuschicken. Dann können Sie den mal ausfüllen und an die Kasse schicken. Und wenn die Kasse das quasi bewilligt, dann können wir beide nochmal telefonieren und dann kann ich Ihnen den wirklich zum Nulltarif zusenden. Und von Ne? Ihnen Dann ist es kriege ich wirklich. dann auch diesen Pflegegrad. Nee, aber den haben Sie ja schon, haben Sie gesagt. Ja, die Ja. Krankenkasse ist da noch nicht so überzeugt von. Ach so, Sie haben noch keinen Pflegegrad oder haben Sie einen? Nee, noch nicht. Nicht wahr? Also ich Ach so. sage, ich bekomme ja schon Hilfe, aber halt nicht in dem Umfang, dass das einer Ja. beruflich machen könnte. Ja, was meinen Sie jetzt genau? Was brauchen Sie denn da? War der medizinische Dienst denn schon mal bei Ihnen und hat Sie beurteilt, haben Sie einen Pflegegrad bekommen oder nicht? Ja, also die sind wohl mal da gewesen, aber da ist an dem Morgen zuvor, das war von der Polizei, sag ich mal, so ein Flugblatt beim Briefkasten gewesen, dass da die Trickbetrüger rumgehen, dann habe ich die nicht reingelassen. Ach so, das ist natürlich blöd, weil das war Ja. wahrscheinlich dann wirklich der medizinische Dienst, ne? Ja, die Herr können Doppelotter, ja und das viel war's. behaupten. Ja, haben Sie denn eine Telefonnummer von Ihrem Enkel? Dann würde ich das vielleicht lieber mit ihm besprechen, Also der liegt wenn das auf der okay ist. Couch, wenn Sie den haben wollen. Ja, dann geben Sie mir den doch mal. Ja, ich muss da erst mal hintuckern. Und was kann ich dann mit dem Ding machen? Das ruft dann die Polizei an, wenn die Nein, Zickbetrüger aber ein kommen. Rettungswagen, wenn Sie Hilfe benötigen. Ja, die können die ja auch vertreiben. Das ist ja im Prinzip ja meine große Sorge. Ist die da Ja, also Sie an haben am meisten Angst vor Telefon? Trickbetrügern. Ja, das auch, weil die können mir ja was wegnehmen. Ja, aber wenn Sie die Tür niemandem aufmachen, dann kommt natürlich auch keiner rein, Herr Doppelotter, ne? Das ist natürlich dann, Man müssen Sie sich weiß ja keine nicht, Sorgen machen. wie weit die Leute gehen, weil seit die mir vor 3 Jahren
Da habe ich meine Schrotflinte abgeben müssen. Seit da bin ich ja schon ein bisschen mehr in Sorge als vorher. Weil sonst können da 7 Leute kommen, mit denen wäre ich fertig geworden. Aber ohne Schrot ist das halt nicht mehr so einfach. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, ich Herr meine, was will man denn machen? Da ist irgendwann mal einer da gewesen. Verzeihung. Und er war halt Ja, der kein Meinung, Problem. dass da ich hier keinen Jagdbetrieb mehr betreiben kann. Und ich habe dann Ja. dummerweise gesagt, sag ich, die Eichhörnchen draußen sind auch noch eine Zielscheibe. Das hätte ich mal lassen sollen. Dann hätte ich die Ja, Hilde dann noch. hätten wahrscheinlich ja, ne? Ist ja Aber wie gesagt, Meinungsfreiheit. geben Sie mir mal Ihren Enkelsohn, bitte. Das Ja. wäre schon mal von Vorteil. Einen Moment bitte. Danke. Holger. Ist eine Frau, die möchte dich sprechen. Hallo, hier ist der Holger Doppelotter. Guten Tag, Herr Doppelotter. Und zwar rufe ich an, weil ich hier eine Anfrage bekommen habe mit den Daten von Hans Doppelotter, dass Sie Ja, Interesse an einem Hausnotruf er haben. ist mein Großvater. Ja. Ja. Hatten Sie die Anfrage gestellt? Ja. Ja. Ja, das war bei einem Gewinnspiel. Ich wollte einen Nintendo 64 gewinnen. Und da Okay. stand das Aber jetzt sind Sie. dabei. Ja, jetzt sind Sie bei uns gelandet. Ja, Was ich mal machen kann, Herr Doppelotter, wann kommt der Nintendo? von uns leider gar nicht, Herr Doppelotter. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt die Firma mit dem Hausnotruf. Also benötigen Sie so ein Gerät oder nicht? Das ist dieser Alarmknopf, richtig? Richtig, genau. Das Ich ist wirklich so, finde dass Sie das ist gut, weil mein Großvater kam neulich nicht aus der Badewanne und da habe ich gesagt, wir müssen was tun. Und er wollte keinen Lift haben, das ist zu teuer. Was ich machen kann, Herr Doppelotter, ich schicke Ihnen einen Kostenübernahmeantrag mit, mal mit einem schriftlichen Angebot zu dem Hausnotruf. Wenn Sie diesen Antrag ausfüllen und an die Krankenkasse von Ihrem Großvater senden, Ja. ja, dann kriegen Sie einen Bescheid. Und da wird dann drin stehen, dass die das Gerät eben bezuschussen oder nicht. Und wenn sie es bezuschussen, wenn das positiv ausfällt, dann ist der auch kostenlos für sie. Das ist sehr Ja, gut. Und wenn nicht? ne? Wenn nicht, dann kostet das System eben 23,50 €, wenn sie es dann trotzdem nutzen möchten. Ne? Im Monat? Im Monat, genau, das ist schon Okay. monatlich. Aber es ist wirklich so, dass ab Pflegegrad 1 in der Regel die Kosten komplett getragen werden von der Kasse. Ja. Aber dafür muss man eben erstmal einen Antrag stellen. Ne? Und Ich habe hier den Otto. wie ist das mit diesem Gerät? Da war kein Bild dabei. Ja. Wie funktioniert das? Ja, das ist so, dass, da haben Sie so eine kleine Box, die können Sie zu Hause aufstellen. Ja. Ja, und die schließt man nur mit dem Stecker in die Steckdose an. Und dann hätte Ihr Großvater ein Armband mit einem Notrufknopf. Ja, Armband. und Sie würden, genau, und Sie würden dann seine Daten bei uns in der Notrufzentrale hinterlegen. Ja. Das heißt Medikamente, die er einnimmt oder Erkrankungen, die er hat, Ja. aber natürlich auch die Telefonnummern von Ansprechpartnern. Ja, Ja, wenn er jetzt wo? also auf den Knopf drückt, Ja. ne, wenn er auf den Knopf drückt, dann meldet sich die Notrufzentrale direkt über diese kleine Box, über einen Lautsprecher. Und wenn Ihre er dann Zentrale anmeldet, oder die Feuerwehr? nee, das ist unsere Notrufzentrale vom Deutschen Roten Kreuz, Ach ja, so. und dann ist es wirklich so, dass da die Daten hinterlegt sind und wenn er einen medizinischen Notfall hat, kommt natürlich sofort der Rettungswagen und kann ihm dann dementsprechend helfen, Und ne? wo sitzen Sie? Ich selber mit der Firma, wir sitzen in Köln im Hm, Hauptsitz. ja, aber Ne? wie Sie haben gesagt, wir müssen die Medikamente zu Ihnen bringen. Das ist zu weit von Nein, nicht die Berlin. Medikamente. Nein, das ist nicht die Medikamente, sondern Sie schreiben uns das alles nur auf einen Zettel. Das werden wir hinterlegen, damit wir wissen, wenn ein Rettungswagen kommt, welche Medikamente Ihr Großvater nimmt, wenn wir auf irgendwas achten müssen. Ach so. Ne? Also Sie hinterlegen nur die Daten quasi. Ja, und was hat das für eine Reichweite? Das ist eigentlich für die ganze Wohnung, ja, da sind Sie in der ganzen Wohnung abgesichert. Das ist eigentlich nur für drinnen. Ne, aber das, wenn Geht mal was das auch passiert. durch Böden und Decken? Ja, da wird natürlich, wenn das jetzt Betonwände sind, dann verkürzt sich natürlich die Reichweite. Wie groß ist denn Ihre Wohnung, in der Sie wohnen? 7 Zimmer. Hm.
Das müsste man dann ausprobieren, aber normalerweise ist die Reichweite bis 300 Meter, ne, von der Basisstation entfernt. Das müsste eigentlich passen. Dann kann Kann er man dann das auch natürlich aber auch nehmen, essen. wenn er zum Bäcker geht, weil der ist um die Ecke. Ja, nee, dafür ist es eben nicht mehr gedacht. Das ist wirklich nur für die Wohnung gedacht, Oh ne? Also nein. das ist. Ja, Wieso? Oh nein. Also weil es gibt er es. geht gerne zum Bäcker. Ja, es gibt also auch wirklich mobile Notruflösungen, Herr Doppelotter. Das ist dann so, dass die auch draußen funktionieren würden. Die wären dann aber nicht mehr kostenlos, ne? Die kosten dann dementsprechend mehr. Dann hätten sie auf jeden Fall noch einen Eigenanteil zu zahlen, Was ne? kostet sowas? Normal kostet es 33 Euro, ja, das Ja. mobile Gerät. Da übernimmt die Kasse dann eben im besten Fall 23. Dann hätten sie eben noch einen Eigenanteil von 10 Euro zu zahlen. Ja, weil er hat sich auch schon mal verlaufen und wir mussten ihn bei McDonald's holen. Ja, das ist nicht Also gut. da, Ich mag meinen nee, also Großvater. Ich will nicht, dass er sich verläuft. das kann ich gut verstehen, Herr Doppelotter, ne? Ja. Aber ich kann Ihnen das ja erstmal mal schriftlich schicken. Was sagen Sie mir doch mal ganz kurz Ihre Adresse, dann gleiche ich das mal ab und dann schicke ich Ihnen mal ein Angebot und diesen Kostenübernahmeantrag zu. Ist das der Otto-Hahn-Ring 78? Ja, da Ja, und wohnen welche wir. Postleitzahl? Die Das ist Postleitzahl? ein 448 Potsdam. Genau, alles klar, gut. Soll ich Ihnen das einfach mal fertig machen? Dann Und muss ich erstmal meinen Großvater fragen, ob der das möchte. ja, das ist ja erstmal nur Post, die Sie bekommen, ne? Also das ist ja noch nicht das Gerät. Das ist ja nur die Post, ein Angebot, damit Sie sich das mal durchlesen können. Ist das Armband für den rechten oder linken Arm? Das ist völlig egal. Das kann man tragen, wie man möchte. Weil er hat nur Man noch kann das, einen. ja, man kann das auch mit als Kette tragen, wenn man möchte. Sonst bringt das ja nichts, ne, am Armband, weil dann kann das ja gar nicht auslösen mit einer Hand. Dann sollte er das als Kette tragen. Das geht auch. Und dann muss man da wie bei einer Spielshow im Fernsehen draufdrücken. Richtig, genau. So Ja, soll man ich sich das mag vorstellen. Spielshows im Fernsehen, die sind sehr toll. Okay, Ja. Doppelotter. Gut, dann Ja, verbleiben wir dann erstmal so, gebe ich ja? sie nochmal den Großvater. Danke. Du musst nochmal mit der Frau sprechen. Hallo. Ja, hallo, Herr Doppelotter. Ich hatte gerade mit ihm besprochen, dass ich Ihnen mein schriftliches Angebot zukommen lasse. Ein was bitte? Und ein Angebot, ein schriftliches, ja, wo dann alles nochmal drin steht. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Die Batterien von Hörgerät sind wohl leer gegangen. Ich finde es Ja, nicht wieder. Herr Doppelotter, ich mache Ihnen Hallo? mal ein schriftliches. Ja, dann hören wir uns jetzt leider nicht mehr. Dann lege ich Holger, mal die auf, ich hat schicke Ihnen alles. aufgelegt. Kannst du noch oder noch mal gucken? Hallo? Oh je. Ja, Hallo? hallo. Ihr Ja, Großvater hat mich nicht mehr warum gehört. haben Sie denn aufgelegt? Das habe ich nicht. Ich Warten. verzweifle hier gerade. Die Frau ist noch am Telefon. Hallo? Hat aufgelegt. Ist das geil. Ja gut, da muss ich Holger halt so einbauen. Wenn die bei ihm immer auflegen, dann muss der Maulwurf dran glauben. Geile Scheiße. Ah, nochmal zur Erklärung, das ist jetzt kein kalter Betrug, den die da machen. Ist aber halt kalter Verkauf am Telefon. Diese Leute, die sich da als DRK vorstellen, beziehen wir auch die Reisenbetrüger und die ganzen anderen Hardcore-Abzocker, mit denen wir so sprechen. Die beziehen die Daten, mit denen sie mich anrufen, auch von den gleichen unseriösen Gewinnspielanbietern oder von, wie bei diesem Nintendo 64, die irgendwelche Produktproben versprechen und dann einfach nur die Daten weiterverkaufen. Also ist mega uncool, was ihr da macht, weil ihr finanziert damit diese Leute und deren Masche, worum wiederum auch wieder die Betrüger profitieren, weil diese Plattform durch euren Beitrag, durch die Daten, die ihr kauft, finanziert wird. Habt ihr das so nötig, Freunde? Ich hoffe nicht. Abgesehen davon ist so ein Notfall-Notrufknopf so lala sinnvoll. Man kann solche Geschichten auch direkt mit Rettungsleitstelle machen. Also ich finde, da geht wichtige Zeit verloren. Zwischen ich drücke auf einen Knopf, da ruft mich einer an, da muss ich dem erstmal erklären. Die schicken dann wiederum erstmal jemand anderen. Weiß ich nicht, was ich so davon halten soll. Muss jeder selber wissen. Bis dann, Freunde.